Trötle denn da für ein Save? Ich muss jetzt immer am Limit spielen, um die Spiele zu gewinnen. Es ist der Big Save von Niklas Trötle. Lecco mio. Es gab mehrere Gründe, dass es dann so einen kleinen Trendwechsel gab, sage ich mal. Niklas Trötle, Nürnberg Ice Tigers. Turtle, bei dir hat man den Eindruck, Nürnberg forever. Warum ist es so? Oder ist es tatsächlich so? Ja, es ist natürlich das große Ziel und es liegt ganz klar daran, dass es meine Heimatstadt ist und das ist schon immer mein Traum, für den Verein zu spielen. Und ich bin auch für jedes weitere Jahr dankbar und freue mich auch auf die Zukunft. Lass uns mal kurz in die Vergangenheit gehen. Man kann durchaus sagen, aus persönlicher Sicht vielleicht auch zweieinhalb durchwachsene Jahre. Was hat sich so Mitte der letzten Saison für dich, bei dir geändert? Es gab mehrere Gründe, dass es dann so einen kleinen Trendwechsel gab, sage ich mal, und ich dann wieder erfolgreicher gespielt habe. Es war zum einen auch ein paar private Sachen, zum anderen hat es auch in der Mannschaft Klick gemacht. Und ja, ich hatte einfach einen schweren Saisonstart, habe kaum Heimspiele bestreiten dürfen und ja, habe dann ein bisschen den Druck auch zu spüren bekommen in dem Vertragsjahr. Und aber ja, wie es dann so im Sport ist, habe mich dann wieder aufgerappelt und dann eine ganz coole Saison noch hingelegt. Du hast ja insgesamt auch Zeiten im Nürnberger Eishockey jetzt schon mitgemacht, wo man noch tatsächlich zu den Top-Mannschaften gehört hat, wo man um die deutsche Meisterschaft gekämpft hat, wo richtig Budget da war. Was sich dann aber in den letzten Jahren geändert hat, hat sich trotzdem im Club irgendwie was geändert, andere Herangehensweise, oder sagst du immer noch, Nürnberg, das ist weiter familiär, das ist nett, das passt trotzdem, trotz dieser Änderungen im Umfeld? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Umfeld ist nach wie vor super familiär, das war schon immer so, egal jetzt zu welchen Zeiten. Was ich glaube, was ein bisschen gebraucht hat, ist dann eben dieser Umschwung. Wenn du dann wieder mehr auf Details achten musst, vielleicht ein bisschen mehr auf Trainingsinhalte, weil es ist einfach nur mal Fakt, wenn du halt 6, 7, 8 Spieler mit NHL-Erfahrung drin hast, es läuft halt auch mal von alleine und es läuft halt auch mal ohne den Schritt mehr zu machen oder mal ohne mal eine vernünftige Trainingswoche gehabt zu haben. Und ja, das ist jetzt eben seit ein paar Jahren nicht mehr so. Und wir müssen jetzt immer am Limit spielen, um die Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, ja, hat jetzt vielleicht mal ein bisschen gebraucht und wurde jetzt immer besser. Hast du auch das Gefühl, dass es in der Stadt, in der Fanbase bei euch ein bisschen gedauert hat, um das anders wieder wahrzunehmen? Ja, kann man schon sagen. Ich glaube, ja, wir hatten natürlich auch da super sportlich erfolgreiche Zeiten, wo wir wirklich immer so um die Top 4 mitgespielt haben. Und was mir jetzt aber in den letzten Jahren auch sehr positiv aufgefallen ist, gerade auch im letzten Jahr, dass wirklich auch der Kampf und die Leidenschaft auch sich in den Zuschauerzahlen niedergeschlagen hat. Ich glaube, das war letztes Jahr, hatten wir super tolle Zahlen und auch die Unterstützung, obwohl wir nicht immer das schönste Eishockey gespielt haben. Und das war einfach schön zu sehen, dass die Fans auch den Kampf anerkennen. Dann lass uns mal vorausblicken. Es hat sich wieder einiges getan. Ihr habt einen komplett neuen Coaching-Staff in diesem Jahr. Wie ist so dein erster Eindruck? Was wird sich ändern? Was könnte sich vielleicht ändern? Wie ist die Herangehensweise überhaupt wieder im Verein für die neue Saison? Ja, ich glaube, unser Trainerteam macht einen super Eindruck. Der Mitch ist abseits des Eises sehr ruhiger, angenehmer Zeitgenosse. Und sobald er vor der Mannschaft spricht, merkt man, da ist auch was dahinter und er ist sehr ehrgeizig. Und ja, ich glaube einfach, dass wir vielleicht sehr taktisch, sehr diszipliniert spielen werden und eben versuchen, auch weniger Konter zuzulassen und ja, einfach vielleicht ein bisschen noch einen Ticken stärker hinten zu stehen. Lass uns mal wegkommen vom Eishockey. Du engagierst dich privat sehr für Tierschutz. Woher kommt das? Was machst du da immer genau? Ich habe schon immer so eine Liebe zu Hunden gehabt und habe dann im Tierheim ausgeholfen damals, eigentlich so mehr als freiwilliger Helfer zum Gassi gehen und war damals eben total begeistert von der Hingabe, die Menschen da haben und wollte dann eben mehr machen und habe dann 2 Spendensammlungen auch organisiert und bin jetzt gerade dabei, die dritte zu organisieren und wir haben dann da auch einen Hund adoptiert damals und ja, deswegen da sehr auch eng mit den Leuten, mit den Mitarbeitern und ja, ist immer
es ist eine schöne Sache zu sehen, was die da machen, und man versucht eben zu helfen. Und es ist auch so eine Sache, da bekommt man dann auch von den Leuten im Umfeld super Hilfe und Unterstützung, wenn es dann um Spenden fürs TM geht, und es macht einfach Spaß. Alles klar, danke.